Yo! Und was kommt zu einem neuen Video heute? In diesem Video gibt es Stadt, Land, Fluss, aber wir spielen nicht Stadt, Land, Fluss, sondern wir spielen Song, Beruf, Promi, Schimpfwort. Aber erstmal mal ganz kurz abbremsen. Kommt rein, Leute, wir sind GL Zember. Was los, Alter? Gefällt euch bislang der GL Zember? Ist er bislang schön? Wenn ja, lasst ruhig ein Like da. Und vergiss nicht, Leute, aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video verpasst. Jeden Tag um 20 Uhr. Genau! So, Leute, jetzt wird gleich einer A sagen und Kopf weiterzählen. Dann sagt irgendjemand Stopp. Jeder weiß, wie das funktioniert. Jeder weiß, wie das funktioniert, Digga. So. Und wenn wir das hier piepen müssen ab und zu, dann müssen wir es halt piepen. Wir können auch nicht jedes Schimpfwort hier beleidigen, weil... Aber ihr könnt euch ja ungefähr denken, was es sein könnte. Weil wir haben auch jüngere Zuschauer und die sollen hier nichts lernen, ne? Die sollen was lernen. Aber nicht so eine Scheiße. Das sollen sie nicht lernen. Das genau. Sollen sie nicht lernen. Jetzt sind wir uns einig. Okay, genau. Super. You, YouTube. Das zum Beispiel sollten die vielleicht auch nicht lernen. Doch, oder? Das ist immer gut. Internationale Schimpfwörter braucht man immer. Wenn du Ausland bist, hey, what's up? Hey, you. Weißt du, jeder versteht das. Jeder vielleicht, versteht vielleicht das auch lieber. What's the problem, boy? Das ist Pussy. Nein, aber nein, Bruder, das Pussy. Ist nicht Pussy, das nein. Ist menschlich, Digga. Pussy, Pussy. Menschlich. Ich bereite die auf Löwen. Das sind Löwen, Mord, das sind Löwen, Digga. Du kannst hier hin. Geil, die macht jetzt unten gelandet, Digga. Was ist da passiert? Okay. Wenn jemand alles ausgefüllt hat, muss er mal sagen, Jusembo! So. Okay. Dann vergisst auch keiner mehr. Okay. GSM. Okay. Okay. A. Stopp. K. Schreib nicht! Hey! Ich ritze das einfach rein, mir scheißegal. Was für ein Song gibt es? Mir fällt auch kein Song ein, Digga. GSM! Ah, jetzt fällt mir einer ein. GSM! Bruder, Song? Seid ihr nicht mehr ganz sicher? Kabikushi hätte ich jetzt im Kopf gehabt. Okay, Bruder, Karma von Nemo. Das ist auch krank. Hat keiner von euch? 10 Punkte. Nee, mehr. 15, ne? Ja. 100? Danke, Mann. Beruf? Koch. Klempner. Klempner. Ah, ich krieg 10, Alter. Ich krieg 5. Promi? Contra K. Kylie Jenner. Knossi. Okay. Knossi ist alles Promi, akzeptieren. Beleidigung? Kanacke. Kackhaufen. Kackhaufen. Digga, was soll der Scheiß, Mann? Bruder, gib mal bitte 9 Stift, Digga. Du arbeitest jetzt damit, was dir gegeben ist. Erste Runde ging auf jeden Fall an mich, Digga. Wie viel Punkte hast du denn? 35. Ich hab 30, bin gar nicht so schlecht. Ah, aber immer noch an mich. Ah! Stopp. Bruder, du hast vor mir Z. Ich hab durchgezogen. Okay, mach mal. Warum denn nicht? Ja. Z? Z nehmen wir Z oder nicht? Da müssten wir ein Z. Guck mal, wir überlegen jetzt schon. Jetzt nehmen wir schwer, Bruder. Okay. X, Z und so. Ja, ich hätte geschafft, Digga. Sag. Walla. Sag. Komm, Z. Sia von Imran Khan. Song. Beruf, Zoowächter. Promi. Promi. Hier. Ja, da wäre es halt gescheitert. Ja, das wollte ich fast eine Sekunde für mich selber, Digga. Ja. Ah. Stopp. Hey. Digga, das ist voll schwer mit E. Mir fällt gar nichts ein. Ich weiß gar nichts, Mann, oh mein Gott. E, weiß man auch so viele, Mann. Was reden wir denn hier, Digga? Ey, das war doch. Einziges habe ich letztens, Digga. Ich weiß nicht, ob das ein Beruf ist, aber ich schreibe den auf. Entenfütterer zählt nicht, den hatte ich auch nicht. Scheiße, im Ernst? Ja, er zählt nicht, das ist doch kein Beruf, Mann. Entenfütterer, ja, was ist das denn? Ja, was anderes. Das tatsächlich, was ich nicht ist. Ich hab das im Kopf gehabt, das kann ich nicht schicken. Okay, was ist das? Ich komme nicht klar, Bruder. E ist doch kein schwerer Buchstabe. Nee, eigentlich nicht, Digga. Eigentlich echt nicht, aber ich komme auch nicht klar, Bruder. Jail Zamba. Okay, jetzt bin ich gespannt, Digga. Okay. Oh, Bruder. Song? Ella. Hä? Ella. Von? Raymond. Ja, okay. Hab ich nichts da. Habt ihr nichts? Nee. Okay, jetzt hab Beruf. Beruf? Jetzt kommt. Ich hatte nicht Entenfütterer, ich hatte Entenzüchter. Aber ich habe durchgestrichen Erzieher genommen. Habe ich auch. Okay. Erzieherin. Warte, das gibt für euch beide 5 Punkte. Hast du es auch genommen? Ich habe Erotikdarsteller. Ist ein Beruf. Ist ein Beruf. Ist natürlich. Aber ich habe Erzieherin. Ist ja das gleiche. Promi habe ich Emma Watson. Oh Mann, Digga. Habe ich gar nichts, Mann. Hast du ja was? Esel, unser Bruder. Unser Bruder, Essel! Essel, Bruder! Leider mache ich anfangs Enten, aber ich hab durchgeschrieben Eumel geschrieben. Das gibt's. Das gibt's echt. Echt? Okay, ja. Was hast du? Eierkopf. Ich hab Ekelpaket. Ah. Ja. Digga, ich bin richtig am Abkacken. Ich muss mal klarkommen. Wieder 35. Hier, ich hab 40 diesmal. Oh. Jungs, was ist denn los? Was macht ihr, Mord? Was ist los mit euch, Digga? Sonst habt ihr immer nicht so dich. Warte, du musst Stopp gleich sagen. Stopp! Ich. Achso. Minus A. A. Stopp! G. Skrrr!
Zählt nicht, weiter. Dezember, Dezember, Dezember meine ich, Digga. Song? G-Unit? Gangland. Nicht gar nichts. Beruf? Gesangslehrer. Gebäudereiniger. Gärtner. Promi? Giselle Bündchen. Ich hab Gomez. Kann man auch nur einen Nachnamen machen? Ja, ne? Eigentlich schwierig, Digga, ja. Weil ich hab. Dann könnte ich ja zum Beispiel Kylie Jenner, könnte ich da auch Kylie machen und bei. Ich hab da auch Gigi Hadid, Digga, im Kopf, aber ich hab Gomez geschrieben. Ja, aber guck, ist jetzt echt eine Frage, weil ich hatte Gose Johann, aber weil es nur ein Nachname ist, hab ich den durchgestrichen und Gerd Schröder hingeschrieben. Das müsst ihr vorher abklären mit mir. Jetzt nimm den Punkt. Okay, nimm ihn aber mit. Ab jetzt wissen wir, lass Vornamen machen, ne? Also richtig, okay. Aber es sei denn, er hat zum Beispiel Ronaldinho, hat er. Ja, okay. Ja, normal. Beleidigung? Was hast du? Nichts? Ich hab nichts. Was hast du? Ich hab Gieriger. Ich hab Geier. Aber ist auch keine Beleidigung, Digga, Gieriger. Gieriger ist schon... Doch, ist eine Beleidigung. Das ist ja eigentlich die abgeschwächte Form von Geier, oder nicht? Also Gieriger ist ein bisschen gieriger. Das ist schon so eine Beleidigung. Also guck mal, wie das schon sagt. Ja, bisschen gieriger, das ist eher Kritik. Sei gegönnt. Ich glaube nicht. Der rechts hier, der ist rechtsradikal. Der will alle Punkte wegnehmen von mir hier. Jawohl! Ah. N. Beruf. Oh mein Gott, Digga. Ich werde auch keinen Beruf nein, Digga. Echt nicht? Ach so. Aber ist das ein Beruf? Die Beleidigung? Ja. Ich glaube GL Zemba. Auch GL Zemba! Ich glaube. Okay. Okay, alle Annahmen. Ich weiß bei Beruf ehrlich nicht, ob das ein Beruf ist, kann ich euch nicht sagen. Okay, jetzt bewerten wir dann gleich. Song habe ich die Nationalhymne, ne? Ist ein Song, oder? Kannst du sogar auf Spotify hören. Das ist kein Song, das ist die Nationalhymne, Bruder! Ja, die kannst du auf Spotify hören. Song, Digga! Okay, Digga! Okay, wenn ich diese Punkte bekomme, eben gerade, kriegst du auf. Es ist ja kein Toastbrot, es ist ja ein Lied. Ja, also. Das stimmt auch, so. Digga. Okay, komisch aber. Ich hab Mörder Kadat von Mörder. Ich hab nie wieder. Na. Beruf? Nasenchirurg. Bruder, hast dich auch? Aber hab ich Neurophysiker. Come on! Gibt's Neurophysiker? Ich weiß es nicht. Ja! Sagen wir einfach ja, ich weiß es nicht, ehrlich. Also sagen wir bei auch einfach ja, weil im Endeffekt, okay, ich weiß, ist es ja im Endeffekt. Aber ich hab das auch weggestrichen. Nein, Mann, das sagt man. Sie ist eine Prostituierte, dann sagt man dann, Digga. Ist eine Nationalhymne das gleiche wie ein Song dabei? Ja. Digga, wir sind hier ein bisschen alle. Ja. Außerdem heißt es doch ein bisschen deutsche Nationalhymne. Und nicht jetzt kann ich meinen Punkt, ich hab schon 10 Punkte aufgeschrieben. Ja, dann kann ich auch nicht meinen Punkt. Nimm deinen scheiß Punkt, Alter. Ich finde, das ist eigentlich kein Beruf, das so zu sagen, weil du hättest Beruf und Beleidigung gleich machen können. Dann. Hab ich aber nicht. Hab ich aus Respekt nicht gemacht, Digga. Promi? Nicolas Cage. Was? Nelly. Nina Mogada. Na. Ja, das Wort. N-U und dann hier ist... Los auf einmal, sonst sagst du mal... Look! Du musst ja eh piepen. Yeah. Bislang läuft eigentlich ganz okay bei mir. Ich bin ehrlich, bei mir auch. Bei dir läuft ein bisschen zu gut. Ich kacke jetzt bei dir rein. Welchen Buchstaben willst du gar nicht? Ü. Ich mach Ü. Mach Ü, ich weiß es nicht. Ü. Ich weiß genau den Namen. Okay, dann mach ich Ü. Ich mach Ö. Oh. Okay, A. Stopp. H. H? Hast siebte. Jetzt haben wir! Er hat extra Haar gemacht, Digga. Guck mal, ja, Mann, war, Digga. Ja, das ist hier abgekartet, die Scheiße. Gönn auf, Digga. Gönnt einfach nicht, Alter. Song habe ich von unserem letzten Video. Halo! Ja. Nichts. Ich hab Harami. Was? Harami gibt's, Digga. Brauchst gar nicht so zu gucken. Ja, ich gucke auch nicht so. Beruf, Hirnchirurg. Scheiße, ich hab da nichts. Guck mal jetzt, da ist wieder so eine kleine Diskussion. Vielleicht. Safe Art, who? Nein, ich hab Hals-Nasen-Ohren-Arzt. Ist richtig. Aber ist nicht Arzt der Beruf? Nein, Hals-Nasen-Ohren-Arzt. Das ist schon richtig. Ja, hab ich auch dann, Digga. Promi, hab ich Heidi Klum. Hab ich auch. Ich hab Hulk Hogan. Spaß, ich hab gar nichts. Hast du Hulk Hogan? Ja. Hast du? Walla, guck, glaub mir nicht. Ich glaub dir nicht. Und Beleidigung? Was hast du? Ich wusste, dass einer von euch das nicht nimmt, hoffe ich deswegen und so. Hast du genommen? Ja. Ich wusste, dass er das nicht nimmt. Ich bin klug, ich hab auch da genommen. Ja, ich bin auch noch klüger als ihr beide, weil ich wusste, dass ihr es eine Kuh Hundesohn genommen. Wir haben uns krank ausgetrickst, alle Dinge. Oh, ja, diese Beleidigung echt eklig, Mann. Ich hasse diese Beleidigung, Bruder. Ich werde alle wegpiepen. Nur mal so nebenbei, es ist ja nicht irgendwie, wisst ihr, was ich meine? Nur mal so, eine Frage. Ich wollte bei Promi Hitler nehmen, kam er sofort rein. Ist noch Promi? Bist du behindert? Dann hättest du auch bei Promi hinschreiben können, Digga. A. Stopp! I. Ach du Scheiße, Digga. GL Zemba. Digga, Mann, mir ist kein Song eingefallen, Digga. Mir ist kein Song eingefallen. Song, ich hab immer noch hier von Summer Jam. Immer noch da. Ruf. Imker. Installateur. Ingenieur. Mmh.
Promi Irina Shayk. Ibrahim Tatlıses. Irina Shayk. So? Yeah. Ibrahim Tatlıses rettet euch immer aus allen Situationen. Ja. Beleidigung habe ich. Idiot habe ich. Boah, ich habe Geburt. Tschüss, Digga. Geht doch mal. Ich hab entspannt Idiot, Digga. Ganz entspannt, Digga. Ja, aber ich wusste nichts Entspanntes. Ah! Ja, was vorbei. Ja, ich muss den anfangen. Ach so. Stopp. Cheers, Emba! Das hab ich auf Sende schreiben, ne? Nein. Ich hab echt schon, Bruder, ich schon M-Punkt schon geschrieben. Song? Monster von Calcio Candela. Ich hab Mamacita. Gar nichts. Beruf? Aibo? Ich hab das verwechselt, warte. Beruf hab ich denn nicht. Monster. Maschineningenieur. Du hast mit dem Ingenieur, ne? Ja. Miroslav Klose. Mois. Markus Lanz, dein Motten. Was? Ja, haben wir nicht gesagt, bei Promi machen wir nicht so YouTuber und so. Aber Knossis auch? Habt ihr auch zählen lassen? Ja, was denn? Ich bin doch ehrlich! Ihr habt auch Knossi mich auch zählen lassen! Hättet ihr mir gesagt, dass ich nicht Knossi nehmen darf, hätte ich jetzt auch nicht Mois genommen! Da. Lass einfach zählen, scheiße. Muschi. Muschi. Ich hab Mutter F. Was? Mutter! Was? Da, du musst schon sagen. Das kann ich akzeptieren. Ah! Stopp! Ah, ich hab nicht angefangen. Dann ist das so. Okay. December, Digga! Du hast keinen Song, Bruder? Weißt du, warum kein Song hast, Bruder? Weil du nicht PNL kennst, Digga! Song ODD, Digga! ODD! So, Beruf Arzt! Werd Arzt! Jeder von uns hat Arzt, aber chill das mal. Sag mal, mich auf Allo, Bruder. Dein eigenen? Das zählt ja wohl, Alter. Normal, normal. Schöner Song. So, Beruf Arzt. Hab ich nichts. Arzt! Digga, bist du dumm? Bruder, ist mir aber auch richtig viel eingefallen. Warum war richtig viel eingefallen? 5, ne? Ja, Angela Merkel, ne? Andreas Gottschalk. Ariana Grande. Andreas Gottschalk? Ja. Heißt nicht Andreas Gottschalk. Heißt der hier? Thomas Gottschalk. Thomas Gottschalk. Heißt der Thomas Gottschalk? Tamam, da hab ich da nichts. So. Oh, voll umsonst GSM geschrieben. Ja. Beleidigung? Amjuk. Ich will das nicht sagen. Bruder, man muss, Bruder. Sag nicht so jetzt. Arsch. Das ist doch nichts Schlimmes, Bruder. Ja, aber ich meine als Beleidigung. Ja, jeder AfD-Wähler ist eine. Arsch. Banalritter. Was ist das denn für ein ekliges Ding? Das ist eklig. Das finde ich sehr eklig. Also Schluss jetzt, ne? 25, ja. Im 8 Runden durchgespielt, Leute. Ja, 8 Runden. Und jetzt zählen wir die Punkte zusammen und mal schauen, wer gewonnen hat. So, Leute. Ist richtig, ne? Wir sind durch mit Zählen und wir haben hoffentlich alle richtig gerechnet. Ja. Safe. Hat er. Safe. Er hat nochmal nachgerechnet. Noch mal aufgeworfen. Alles klar. So, Leute. Auf 3 alle zusammen. 1, 2, 3. 270. 280. Scheiße, Mann! Yeah, yeah! 200. Was sagt ihr? 200 nur? Als hätte ich 3 Runden ausgesetzt. Digga! Als hätte ich einfach 3 Runden ausgesetzt. So, Leute, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like. Da vergisst nicht, jeden Tag um 20 Uhr kommt ein neues Video. Yo. Und wer es nicht verpassen will, aktiviert so oder so schon mal die Glocke. Pa. Natürlich unterstützt ihr uns. GLC Family ist da. Pa. Folgt uns auf Snapchat und Instagram, Leute, so wie Aibo gerade. Aibo, folgt uns gerade auf Snapchat und Instagram oder bist du gerade hier voll abgelenkt? Erwischt! Alles klar. Erwischt! Ich wurde erwischt! Ja. Nein, ich hab gesehen, ein paar Nudes bekommen. Ein paar Nudes! Das kannst du machen und sagen, Digga, aber das andere kannst du nicht sagen. Kannst du nicht sagen. Nein! So bin ich! Raja, sing! Ey, wenn nimmst du mich so, wie ich bin, oder verpiss dich, Digga! Alter, yalla, Babys! Was muss so Spieltag, Alter? Neue Insta-View. Er war krank, ne? Das war geil, Digga.